bin froh, dass ich es möglich immer wieder aufzuräumen und fleißig weiter Bilder zu machen. Also das ist Nate in leise. Was? Ist das Spiel schon wieder so leise? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ist Nate so leise? Ach so, nee, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es verstanden. Nein, ich meinte nur, er sollte es leise machen. Er lief doch gut. Ach Gott, das wird so nix. Mal eben, ob ich hier oben lang komme. Heppa. Komm her. Och Gott. Wär fast gut gewesen. Und ballert rum. Es wäre fast gut gewesen. Auf mit dem Mist. Ja, das freut mich auch. Ach Gott, jetzt kommen die von allen Seiten, ne? Ich 8,9 im Flug. Mhm. Hinter der Badewanne. Welche Soldaten hat der denn? Ach komm. Oh, ich hasse diese Stelle. Ich weiß halt gerade nicht, ob das zeitgesteuert ist oder nachdem ich den einen Typen da. Ja, das war richtig dumm. Okay, es ist zeitgesteuert. Über die Treppe war gar nicht so schlecht, ja. Ja gut, da ist richtig kacke. Ich muss gucken, dass ich möglichst schnell da vorne das Ding sehen kriege. So, einmal wechseln.
So. Ja, moin. Au. Na komm. Das war jetzt unfair. Aber so viel auf jeden Fall zu... Joa, bist ja besser. Der ist zu früh abgehauen. Holy moly. Oh, Mann. Geschafft. Ja, ich glaube, das war der letzte. Das ist das Hotel. Jetzt müssen wir nur noch nach oben. Ja, also ich würde sagen, Willkommenskomitee in Nepal sehr zu empfehlen. Immer eine Reise wert. Was? Ich würde trotzdem gerne erstmal Munition sammeln, bitte, Chloe. So, da ist eine Feuerleiter. Haben wir eine Wahl? Hilf mir mal hoch. Geschafft. Okay. Geschafft? Ja. Ja. Oh, mir wird schlecht. Komm schon hoch. Eieieiei. Oh, mit Chloe in einem Hotel. Sieht gut aus. Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus. Wirklich clever. So bin ich. Übelst clever. Okay, das war dumm. Das war doof. Heppa. Okay, bin drin. Hübsch. Also so ein Indoor-Pool hat schon was. Oh Mist. Oder auch nicht. Holy shit, das ist fast ein komplettes Magazin, was der frisst, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Ich mag keine Fahrstühle. Und das ist sogar in real auch so, dass ich eher ungern Fahrstuhl fahre. Wir haben früher, da wo ich aufgewachsen bin, haben wir im 6. Stock gewohnt und hatten einen Fahrstuhl. Und das war halt so ein Neubau von, keine Ahnung, Mitte, Ende 80, Mitte 80er ungefähr. Und über die Zeit ist der Fahrstuhl halt auch sehr, sehr, sehr alt gewesen. Und der hatte dann irgendwann mal so eine Macke. Du bist halt im Erdgeschoss eingestiegen, hast auf 6 gedrückt, bist hochgefahren. Und dann so im 5. oder 6. Stock geht nicht die Tür auf. Nein, er fährt in einem Affenzahn in den Keller. Und da kriegst du Schiss.
Da kriegst du wirklich Schiss und denkst dir so, oh, okay, ich lauf Treppe, ist ja gut. Und dann schön vom Keller in den 6. Stock mit Treppe, geil. Das ist richtig unangenehm, besonders wenn es häufiger vorkommt. Das war aber gar nicht nett. Es hat einen Generator erwischt. Hilf mir mal. Noch ein bisschen. Nate, los! Das bringt nicht. Ich brauche Strom, um dich da rauszuholen. Hältst du noch durch? Klar, ich werde mir so lange die Füße vertreten. Mach das, Chloe. Immer diese dummen Sprüche. Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein. Keine Sorge, ich mach das schon. Sie vertritt sich mal die Füße, ne? Hm. Toll. Der Strom ist weg und sie steckt fest. Guckt euch das bitte mal an. Wenn da ein Zombie um die Ecke ist. Ein Zombie? Meint er das? Hm. Oh, also ohne Witz, das habe ich schon bei Last of Us gesagt, aber die können einfach kaputt. Naughty Dog kann so gut kaputt. Naughty Dog kann das. Es gibt ja viele, die geben sich Mühe, irgendwie so kaputte Sachen darzustellen und so, aber Naughty Dog kann das einfach. Boah, guckt euch das an. Unspektakulär. Klettereinlagen können sie auch. Ach ja, bei der PC-Version von Final Fantasy XV schwimmen die Chars nicht beim Stehen herum und stehen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber irgendwo ist wahrscheinlich einfach die PS4 auch an ihre Grenzen gekommen, ne? Deswegen. Oh Gott, kann ich mir gut vorstellen. Hallo? Dass das daran liegt. Und das würde mich auch richtig ärgern, wenn die PC-Version das nicht rausgekriegt hätte. Ich kam ja doch einiges später erst auf den Markt. Da können die dann auch mal zeigen, was sie können. Und Pepper. Bleib hier einfach mal, ne? Also bis jetzt sind einige Dinge nicht passiert bei der PC-Version. Welche denn zum Beispiel? Du bist tot. Bin ich das? Das Leiden durch Wände lagen und sowas. Ja, okay. Oh, Kat, hallo. Sekunde, du möchtest unnützes Wissen, du kriegst unnützes Wissen. Ja, aber wie schon gesagt, das wäre, ist wach geworden, ich glaube auch. Das wäre auch echt traurig, wenn die das nach mehreren Jahren später hä, wo ist denn jetzt mein... Oh no. Chronik. Da. Okay. Hallo Alex. Also, unnützes Wissen. Die Schäden, die Butler James im Silvesterklassiker Dinner for One durch seine Missgeschicke anrichtet, würden Miss Sophie in der Realität 2.120 Euro kosten. Wer hätte es gewusst? Oder ist das lustig? Okay, also ich wusste es nicht. Und zu deiner Whisper-Nachricht, theoretisch schon. Müsste man halt nur gucken, wann. Das geht ja noch. Ja, aber für damalige Verhältnisse glaube ich trotzdem ziemlich teuer, ne?
Also, ich schon, nee. So, und Alex hat auch unnützes Wissen gebucht. Das soll er doch direkt bekommen. Ihr kennt doch alle das Kamel von der Camel-Packung von den Zigaretten, ne? Wusstet ihr, dass dieses Camel-Kamel eigentlich ein Dromedar ist? Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. So, dann machen wir das einmal so. Ich bin 16. Ja, aber trotzdem, ich meine, wir sind in Deutschland. Hier gibt es genügend Tankstellen und was weiß ich nicht, wo noch Plakate von, was soll ich mit kippen? Es gibt genügend, wie schon gesagt, wir sind in Deutschland, hier gibt es Tankstellen. An Tankstellen sind häufig Plakatwerbungen für Zigaretten, unter anderem auch für Camel. Und das ist halt so, das ist ja schon mehr oder weniger, ich würde jetzt nicht sagen Kultur, aber das ist ja doch Werbekultur. Runter! Geht doch. Also... Man weiß, sowas ist Allgemeinbildung. Das hat nichts damit zu tun, ob man raucht oder nicht. Aber sowas ist genauso wie der Cowboy mit seiner knackigen Jeans, der früher die Marlboro-Werbespots gedreht hat. Huch, hi! War das ein Einspruch für dein unnützes Wissen? Nö. Die Marlboro-Werbefilme im Kino sind auch Werbekultur. Ja, ist so. Das ist wie Meister Propper, der aussieht wie... warte. Wie, Meister Popper. Meister Popper sieht aus wie Meister Popper, ja, genau. Nein, wie Popper. Jul Brenner. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ach so. Das war dumm. Ja, lol. Das lasse ich dann mal so. Nie. Mr. Propper. Heißt er nicht Meister Propper? Easy game! Nein. Oh, ich mache hier gerade alles kaputt, ne? Alles. Da oben ist nix. In Deutschland heißt der Meister Propper. Ja, sag ich doch Meister Propper. Nein, da hinten wollte ich eigentlich was zum Explodieren bringen. Ich habe es zu spät gesehen. Patsch. Nice one. Oh man. Das ist so einer der Sprüche, den Nate wirklich am häufigsten sagt. Oh man. Oh man. So macht man das. Ach ja, und los geht's. Das ist auch noch ein sehr beliebter Spruch von ihm. Oh Mann, und los geht's. Hallo Basti. Willkommen in Nepal. Uah! So. So, Frage des Tages. Basti, was bist du? Für ein Gamer-Typ. Und zwar gibt es hier solche Sachen wie... Du hast es doch nicht etwa vergessen? Nein. Stimmt, da war was.
Und zwar sowas wie, bist du eher der Erkunder, bist du so ein Achievement-Jäger, bist du ein Multiplayer? Ich hab's. Was bist du für ein Gamer-Typ? Alex, die Frage geht natürlich auch an dich, ne? Hi. Multispieler, Shooter. Hm. Warum willst du jetzt hier lang? Hier ist doch gar nichts. Komm mit. Hier. Ja, moin. Ich würde sagen, wir müssen immer noch nach oben, ne? Genießt bitte noch einmal dieses zerstörte Städtchen in Nepal. Wie schon gesagt, was Naughty Dog kann, zerstören. Naughty Dog kann so gut zerstören. So, ich werde jetzt meinen total ausgehungerten Hund füttern. Der kippt gleich um. Och, der Arme. Dann gib ihm mal schnell was zu essen. Hilf mir mal. Ich glaube, ich komme an die Leiter. Oh, das ist ja gut. Tada! Ich wollte schon sagen, dann fahren wir mal hin. Na, das fängt hier an, dir Spaß zu machen. Nö, eigentlich nicht. Einmal hier hoch. Wenn da jetzt meine Finger noch dazwischen gewesen wären, ne? Madame. Ich hoffe, es sind alle da und mega gespannt. Wir kommen zu meinem Lieblings-Easter Egg. Ich zeige euch mein Lieblings-Easter Egg. Hey, check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Holo. Sorry, ich liebe dieses Easter Egg. Es ist der Wahnsinn. Und ich habe das nur mal durch Zufall mitgekriegt. Lange Zeit Competitive MP. Jetzt mehr erkunden und Trophyjäger, wenn das Spiel gut ist oder mich interessiert. Trophyjäger, aber nur, wenn es nicht so extrem schwachsinnig ist, wie erschieße 10 Gegner, während du eine Granate wegtrittst. Ja, ne? Das ist ja leider häufig so. Marco! Landratte! Du bist so unprofessionell. Normal! Es ist so süß. Ich liebe das. Landratte. Nochmal. Einmal den Schmutz abwaschen. Ja, das hier ist halt mein absolutes Easter Egg in dem Teil. Und zwar, wenn du da reingehst, kriegst du 2 Erfolge. Marco und Polo. Weil du gehst da rein und Madame Chloe steht halt draußen und dann sagt er nur so, komm, hörst du es nicht? Marco. Und ich so, das ist so unprofessionell. Ja, los, sag schon, Polo. Und er dann wieder, Marco, Polo. Und dann kommt er nur raus und sagt so, Landratte. Und das kommt so aus heiterem Himmel. Und ich habe das damals beim ersten Durchspielen nur durch Zufall mitgekriegt, weil ich da reingefallen bin. Und dann fing auf einmal diese Cutscene an. Ich mag das. Das ist schön doof. Aber wir müssen mal gucken, wie wir hier hochkommen. Hippa! Geronimo! Okay, hier lang. La 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 la, Shangri-La. Ja, so ist das doch immer. Ja, so ist es immer.
So, da sind wir. Jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel. Klar, hier gibt's ja auch nur zwei oder drei. Die Nadel im Heuhaufen. Vielleicht können wir... Oh, Bingo. Oh, what? Da ist er. Das ist er? Ja, muss er sein. Da, wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind? Ach, war ja klar. Nate, da hält sich Lazarevich auf. Ich hatte gehofft, wir würden in die andere Richtung gehen. Tja, das ist eben kein Wunschkonzert. Reich wurde in Sektor 18 gesichtet. Ah, Mist. Wir sind nicht zufällig in Sektor 19? Stadt durchkämmen, finden und aushalten. Oh. And the action begins again. Okay, verschwinden wir hier. Na los, Nate, wir müssen weiter. Dieses Spiel ist halt wirklich extrem actionlastig. Aber hat trotzdem so seine ein, zwei Rätsel. Zur Hölle sollen wir da rüberkommen? Hier? Verdammt, pass auf. So ein Mist. Ich hasse Helikopter. Ah! Gib mir die Hand. Geh schon. Ja, moin. Die PC-Version. Was? Die PC-Version. Ach so. Im Artbook gibt es deutlich mehr BTs von dem, was hätte sein sollen. Deckt sich auch mit der Aussage von Kojima, wo er meinte, dass er ein Sequel anders machen würde. Okay. Ja, lol. Einmal schön durchgesiebt. Einmal schön durchgesiebt. Ab jetzt haben wir Death Stranding und das war mal was anderes. Ja, ursprünglich wollte ich ein PS5-Spiel machen, okay. Ich finde, Death Stranding war richtig gut. Vielleicht nicht das, was er sich am Anfang vorgestellt hat, aber ich fand es richtig, richtig gut. Ja, Death Stranding 2 zum Beispiel, keine Ahnung. Oh, komm schon. Versteck dich hinter der Couch, verdammt. Oder dem Sofa oder was auch immer. Was war denn da gerade mit seinem Kopf los? Ist das nervig. Das ist auch ein Mega-Sofa, ne? Ach, zuck doch nicht so. Aua. Ja, bitte.
Aber was macht Chloe eigentlich die ganze Zeit? Nix, ne? Chloe macht so nix. Warum denn nicht? Ja, dann hier. Uhuhu! Was tun die da? Nein, stützt es nicht. Holy shit. Ja, ist es. Ich habe gerade Final Fantasy 4 sei schon 7 Flashbacks. Tja, da warst du beinahe drin. Ach, du Drecksack. Ja. Das hätte übel ins Auge gehen können. Hier lang, da los! Ja, wir müssen nach oben. Na los. Ach, die Sprüche hier sind einfach viel besser. Pff, was kann denn schon schief gehen? Alles. So ziemlich alles. Geschafft. La 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 la. Oh, guck mal, auch sehr luftig. Sowas nennt man, glaube ich, Lounge oder so. Gott sei Dank haben die keine Nuklear. Ja, das wäre ja noch schöner. Oh Mann. Wie viel hast du? 60 Schuss. Nein, komm, hier. La 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 la. Eine Brücke. Cool. So ein Glück. Ja, so ein Glück. Ich glaube nicht. Wo seid ihr denn da? Hilfe! Wuhu! Das ist doch schön. Nein, ach komm. Nein. Nein. Ach, da. Ah, dass ich hier immer so immer tick, tick, tick und dann alle möglichen Waffen immer durchswitche, obwohl ich gar nicht durchswitchen will, ne? Gibt es hier noch irgendwie was wie ein Schatz oder so? Ich meine. Ja, genau. Ja, moin. So, komm. So, jetzt muss ich halt gucken, dass ich auch endlich mal treffe. Ja, Leute, zweimal getroffen. Yay. Aber wenigstens
Schießt Raketen an den Stand. Mhm. Manchmal, ne? Yo. Ich muss den einfach wesentlich besser treffen. So, jetzt einmal hier rüber. Komm, komm, komm. Ja, moin. Das gibt's doch nicht. Oh. Jo, genau, super. Ganze Zeit daneben geschossen. Ach Gott. Okay, ich glaube, ich mach mal eben...